Oh mein Gott, Leute, in dem heutigen Video werde ich Brawl Stars in der Zukunft spielen. Okay. 1000 Pokale, was? WTF, Digga. Okay, Powerliga, 100 gegen 100 Leute. Was? Digga, auch noch Sandy, Junge. Und er hat immer noch 6 verbleibende. Das wäre dann einfach mal quasi eine 17 verbleibende Box gewesen. Jetzt, wo ich leider keinen Creator-Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator-Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf der Nita Ehrenbruder-Basis. Alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Ja, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zum neuen Brawl Stars-Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, mal Leute, ich habe heute wieder ein richtig geiles Video für euch vorbereitet. Und zwar werden wir heute Brawl Stars in der Zukunft spielen. Wir werden uns heute angucken, wie Brawl Stars in den nächsten Jahren sich verändern wird, was alles höchstwahrscheinlich in der Zukunft noch so abgehen wird. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, was ihr hierzu sagen werdet. Lasst natürlich jetzt schon mal gerne wieder einen fetten Daumen nach oben da und schreibt mir unbedingt nach dem Video mal in die Kommentare, was ihr euch für Brawl Stars in der Zukunft noch wünscht. Was schätzt ihr? Wie viele Brawler haben wir in 10 Jahren in Brawl Stars? In 100 Jahren in Brawl Stars. Ich bin mal sehr gespannt. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Wünsche, die ihr unbedingt im Spiel haben wollt. Ich würde sagen, macht ihr mal wieder die 10.000 Likes voll. Würde mich sehr freuen. Abonniert natürlich auch gerne kostenlos den Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Und Freunde, diesen Samstag am 12.06. ist es schon soweit. Und zwar kommt auf damage.de das neue Fußballpaket raus. Ihr seht hier gerade schon mal, ich habe hier schon mal das T-Shirt an. Sieht sehr, sehr nice aus, Leute. Schaut euch mal dieses geile Logo an. Perfekt jetzt auch noch zur EM, die jetzt am 11.06. dann startet. Das Fußballpaket ist streng limitiert auf 1500 Stück. Und ihr wisst, das letzte Paket war unglaublich schnell ausverkauft. Was gibt es dazu? Ihr könnt wählen zwischen T-Shirt und Hoodie-Paket. Wobei das T-Shirt-Paket deutlich günstiger ist. Dazu gibt es dann erstens eine handsignierte Autogrammkarte, unterschrieben von Lukas Broysters und mir höchstpersönlich. Und eine Original der Merch-Brotdose in grün, in richtig guter Qualität. Auch mit dem Logo drauf. Perfekt für die Schule oder für unterwegs, wenn ihr mal ein Picknick bei dem guten Wetter machen wollt. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht so lange drumherum, sondern starten direkt rein mit dem Video. Okay, Freunde, alle Originalvideos sind auch in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir schauen uns das erste einfach mal direkt an, was uns hier so erwartet. Okay, das Ganze ist nicht von Supercell. Okay, also das ist jetzt in 10 Jahren. Ich bin mal sehr gespannt. Oh mein Gott, okay, wir gehen das gleich mal nach und nach durch. Was? Digga, oh mein Gott. Man muss gefühlt alles bezahlen. Hä? Was? Okay, warte mal. Wir müssen das mal langsamer durchgehen. Also, wir sehen hier als allererstes, alles kostet einfach mal Gems. Es kostet 30 Gems, Gem Grab zu spielen. 30 Gems irgendwie den Brawler zu wechseln. Alles ist Brawl Pass exklusiv. Ihr seht's hier. Also für alles muss man gefühlt den Brawl Pass kaufen. Sogar wenn man ganz normal spielen möchte. Oh mein Gott, Junge. Digga, wie geisteskrank ist das bitte? Man muss sogar das hier kaufen. Oh mein Gott, stell euch mal vor, so würde Brawl Stars echt in Zukunft sein. Und ihr seht gerade hier, ein Gadget verwenden, 29 Gems. Alles ist hier Brawl Pass exklusiv. 30 Gems, wenn man seine Freunde einladen will. Okay, 500.000 Pokale, was? WTF, Digga. Okay, Powerliga, 100 gegen 100 Leute. Alter, stellt euch das mal vor. Man könnte einfach allgemein irgendwie mit 100 Leuten Solo spielen oder einfach mal ein Event 100 gegen 100 machen. Das wäre so geisteskrank. Digga. 365 von 450 Brawlern. Okay, natürlich auch ein neuer Brawl Pass. Brawl Pass Saison 69. Crazy. Ihr seht es hier gerade nicht, aber selbst der kostenlose Brawl Pass kostet jetzt 99 Gems. Oh Mann. Ja, wahrscheinlich. Junge Dynamike, 799 Gems. Ihr seht es hier auch gerade noch mal an der Seite. Rang 70. WTF. Wie viele Pokale braucht man wohl für Rang 70? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt kommen wir zum zweiten Video. Das ist jetzt Brawl Stars in 20 Jahren. Let's go. Ich bin mal sehr gespannt. Junge, alles ist gesperrt. Also Leute, das ist natürlich hier alles nur ein Konzept. Will ich nur noch mal festhalten. Oh mein Gott, der Brawl Pass kostet einfach mal 99.999 Gems. Ah ja. Ebenfalls kostet es 99.999 Gems, Leute einzuladen. Ah ja. Okay, das Einzige, was man öffnen kann, ist der Shop. Und im Shop kostet auch alles 99.000 Gems. Also auf dieses Brawl Pass habe ich auf jeden Fall geisteskrank Bock.
Dafür muss man natürlich erstmal Millionär sein, um dieses Brawl Stars in der Zukunft zu spielen. Hier kriegst du auch einfach mal gar nichts für dein Geld. Es ist so, lass natürlich das alles nur als kleine Parodie auch gemeint, Freunde. Aber das ist natürlich krass. Du kannst hier nur Bell und Squeak kaufen. Die kosten alle 99.999 Gems. Junge, alles ist einfach Brawl Pass Exclusive. Digga, das ist so dumm. Oh mein Gott, Junge. Du kannst einfach Brawl Stars Gefühl gar nicht mehr ohne den Brawl Pass spielen. Und alles ist geisteskrank teuer. Ei. Oh mein Gott. Das bisher war jetzt eine geisteskranke Parodie. Ihr wisst natürlich, im Brawl Stars werden die Sachen niemals 99.999 Gems kosten in Zukunft. Aber jetzt schauen wir uns nochmal an Brawl Stars in 100 Jahren. Let's go. Okay, wir schauen uns das erstmal ganz kurz hier an. Wir sehen hier Squeak in der Mitte, den muss man erstmal für 169 Gems freischalten. Es ist mal wieder alles Brawl Pass Exclusive. Okay, wir schauen mal weiter. Das ist auch alles hier Brawl Pass Exclusive. Eigentlich ist alles Brawl Pass Exclusive. Ihr seht es hier gerade. Okay, jetzt gehen wir mal in den Shop rein. 900, na, die sind hier sogar günstiger. Hier kosten die nur noch 9.999 Gems. Oh Mann, und sogar eine Freebox ist Brawl Pass Exclusive. Eieiei. Jeder Skin ist sehr günstig auf jeden Fall. Und um ein Gem sind die alle reduziert. Normalerweise kosten alle Gems 1000 Gems. Skins meine ich. Junge, alles Brawl Pass Exclusive schon wieder. Das ist ja so dumm. Das ist ja so lost. Okay, jetzt haben wir hier Lags im Spiel. Und man kann nicht spielen. Okay. Minus 999 Pokale. Perfekt. Auch alles Brawl Pass Exclusive, natürlich. Man muss den Brawl Pass sogar dafür kaufen. Okay. Digga, man kann Brawl Stars nur deinstallieren, wenn man den Brawl Pass hat. Und jetzt zum Abschluss noch mal eine geisteskranke Box. Stellt euch mal vor, so wird es in der Zukunft aussehen, Freunde. Auf geht's. Wie gesagt, auch nur ein Konzept. Aber schaut mal, einfach mal 11 verbleibende. Und als allererstes zieht man natürlich Amber. Auf entspannt. Also das würde wahrscheinlich jeden freuen, wenn das in der Zukunft so aussehen würde. Junge, dann einfach mal Sprout. Okay. Okay, weiter geht's. Ja, wahrscheinlich. Okay. Oh mein Gott, Junge, zieht auch noch Byron. Und es geht weiter. Was? Digga, auch noch Sandy, Junge. Und er hat immer noch 6 verbleibende. Die 6 blinkt immer noch. Und dann auch noch Mortis. Oh Mann, oh Mann. Ja gut, das macht natürlich viel Sinn. 5 von 7. Was? Digga, zieht auch noch Spike. Stell euch mal so eine Box wirklich vor, Freunde. Vor allem die Reihenfolge gibt auch gar keinen Sinn. Aber das lassen wir mal so hingestellt. Crow. Es ist ja geisteskrank. Und auch noch Max to the Max. Und der letzte Brawler. Was ist der letzte Brawler? Jetzt bin ich mal gespannt. Und als letztes auch nochmal Tara. Ja gut, kann man einfach mal machen. Einfach mal so 11 neue Brawler aus einer Box. Perfekt. Das wäre dann einfach mal quasi eine 17 verbleibende Box gewesen. Ja Leute, an der Stelle will ich einfach mal sagen, war's jetzt hier mit dem Video. Ist natürlich nur ein kleines bisschen übertrieben gewesen, aber ich fand die Videos so witzig, dass ich mir die unbedingt mal angucken wollte mit euch. Schreibt mir unbedingt mal eure Meinung in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann Leute und ciao. Ciao.